Ja, ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung hierher nach Göttingen bedanken und mich im Folgenden auf zwei Aspekte konzentrieren. Zum einen, wie es auch der Titel schon sagt, möchte ich nach dem museologischen Wert universitärer Sammlungen fragen und zum anderen nach ihrer Vermittelbarkeit an eine größere Öffentlichkeit. Also das heißt, worin liegt die Bedeutung wissenschaftlicher Sammlungen bzw. Museen für Vertreterinnen diverser Fachwissenschaften, für Forschung, für Lehre, auch für Museologinnen und Museologen? Und wie können diese Sammlungen mit welchem Ziel für ein laien Publikum aufgeschlossen werden? Man überlegt ja immer, wie man so einen Beitrag beginnt, und nachdem ich nicht die Möglichkeit hatte, mir vor Ort einen Eindruck zu ihren Sammlungen und den konkreten Rahmenbedingungen zu verschaffen, habe ich beschlossen, den Beitrag eines früheren Sprechers hier zum Ausgangspunkt zu nehmen. Es ist dieser Beitrag, wie das auch schon angesprochen wurde, von Martin Roth zur Perspektive der universitären Sammlungen hier in Göttingen, vorgetragen im Mai diesen Jahres. Martin Roth hat als Mann der Praxis einiges gesagt, woran ich sehr gut anknüpfen kann. Ich tue das vor dem Hintergrund meiner Arbeit in der Museumsakademie. Wir versuchen in der Akademie so zu merken, was irgendwie gerade Thema ist in Museen und in den Publikationen, und entwickeln daraus Veranstaltungen, die sich an Museumsmitarbeitende im deutschsprachigen Raum richten, wo wir versuchen, Theorie in die Praxis reinzubringen bzw. den Austausch unter Praktikerinnen und Praktikern zu fördern. Wie Sie aus dem Gesagten hören, also ich bin jetzt weder eine Ausstellungskuratorin, noch bin ich eine Expertin für Wissenschaftsgeschichte oder universitäre Sammlungen. Ich habe einen ganz allgemeinen museologischen Zugang und hoffe aber, dass ich Ihnen trotzdem etwas erzählen kann, was für Ihre Praxis hier vor Ort von Relevanz ist. Martin Roth hat zu Beginn seines Beitrags gefragt, was ein Museum zu einem Museum macht, und das Archiv als Basis jeden Tuns, die Restaurierung in enger Kooperation mit dem Kuratorischen genannt. Sammeln, erhalten, vermitteln auf der Basis von Forschung beschreibt er als die Säulen und unverzichtbaren Bestandteile des komplexen Systems Museum, das, wenn auch nur eine Säule fehlt, schon mittelfristig nicht mehr funktioniert. Natürlich sind Museen seit ihrem Anbeginn Orte des Bewahrens, des Forschens und des Vermittelns gewesen. Wenn ich mich frage, was Museum ist, wenn ich Museum denke, sehe ich vor allem eigentlich einen Ort mit einer bestimmten gesellschaftlichen Funktion, der eine bestimmte soziale Praxis nahelegt und bestimmte Formen der Auseinandersetzung mit Fragen der Geschichte und Gegenwart, der Natur und der Kultur, des Fremden und des Eigenen. Und ich denke, das ergänzt diese Charakterisierung oder diesen Ansatz von Roth ganz gut. Was meine ich konkret? Allen Museen wurden immer schon gesellschaftliche Aufgaben zugesprochen, und Museum war schon immer durch bestimmte Praktiken bestimmt. Beides hat sich je nach Sparte und je nach Zeit immer wieder gewandelt. Heute werden Museen gern im Zusammenhang mit Tourismus und als wirtschaftlicher Standortfaktor genannt. Ihnen wird eine wichtige Rolle in der Stadtentwicklung zuerkannt. Sie bringen im Idealfall Image für Städte oder Konzerne. Sie sind Bestandteil der Unterhaltungsindustrie. Martin Roth hat Bilbao genannt. Ich sehe in den genannten Punkten eigentlich keine gesellschaftlichen Aufgaben des Museums. Ich sehe aber eine Reihe anderer, die ich im Anschluss an den folgenden Überblick mit Bezug auf unser Thema heute detaillierter ausführen möchte. So ist das Museum seit jeher Ort der Wissenschaft und Lernort im weitesten Sinn gewesen. Es ist ein Sacharchiv und der Ort, an dem die gegenständlichen Reste der Natur- und der Menschheitsgeschichte in absichtsvoller Form aufgehoben werden. Das Museum ist Speicher des Gedächtnisses und bewahrt den Wissensvorrat von Gemeinschaften. Das Museum wird als Ort der Kompensation gehandelt und als Rettungsanstalt gegen die rasanten Veränderungen unserer Zeit. Das Museum war Ort instrumentellen Wissens, wo der Fortschritt, zum Beispiel in Handwerk und Industrie, dokumentiert und das Wissen darüber in Ausstellungen und Schulungen an Handwerker und so weiter weitergegeben wurde. Das Museum war als Volksbildungsstätte relevant und wurde benutzt, um neue Erkenntnisse zum Wohle der Bevölkerung zu vermitteln. Bis heute ist das Museum ein Ort von Identitätswissen. Das Museum des 19. Jahrhunderts sagte und zeigte den Menschen, wer und wie sie sind. Und auch wenn heute der Anspruch von Identitätsstiftung im Museum überholt ist, ist es ein Ort geblieben,
an dem eine Auseinandersetzung mit Fragen wie wer sind wir, wer bin ich, wodurch unterscheide ich mich von anderen möglich ist bzw. in der Tagesordnung steht. Schließlich hat das Museum als Ort von Orientierungswissen Tradition. Es kann mit seinen Angeboten helfen, mir zu gesellschaftlich relevanten Fragen eine Meinung zu bilden, mich angesichts vieler möglicher Antworten zu verorten und zu positionieren. Soweit knapp zum Museum allgemein. Wo stehen nun angesichts dieser Bedeutungsfülle die wissenschaftshistorischen und universitären Sammlungen? Worin liegt ihr Wert und Nutzen für die Fachwissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Auszubildende? Warum überhaupt sollte man sie einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen und wenn ja, wie? Ich beginne mit dem Museum als Ort, als Sacharchiv. Das Museum ist seit seinen Anfängen ein Ort, an dem die Überreste und Hinterlassenschaften vergangener Zeiten im besten Fall systematisch gesammelt, erhalten und zur Anschauung gebracht werden. Das gilt auch für wissenschaftshistorische Museen. Nun werden Objekte heute längst fotografiert, vervielfacht, medial verbreitet, um sich klar zu werden, wie zum Beispiel ein Gegenstand oder Instrument aussah oder funktioniert hat, braucht es den Museumsbesuch möglicherweise nicht länger. Auch ist uns heute bewusst, dass das, was Teil einer musealen Sammlung sein kann, begrenzt ist. Im 19. Jahrhundert glaubte man noch an die enzyklopädische Erfassbarkeit der Welt. Heute wissen wir, dass auch die Sammeltätigkeit von Museen, das Ausstellen oder die Wahl von Forschungsschwerpunkten Moden unterliegen und geprägt sind von den Wertehaltungen und Einschätzungen bestimmter gesellschaftlicher Eliten. Das lässt sich umlegen auf die Entwicklung von Disziplinen, Schwerpunkte einzelner Institute oder Forscherpersönlichkeiten. Trotz dieser Einschränkungen bleibt das Museum unser zentrales Sacharchiv und ist als solches Ort des Vergleichs. Wie der Philosoph Boris Groys beschreibt, erlaubt das Museum als einer von wenigen Orten den Vergleich mit dem Gestern noch. Während Supermarkt und Medienwelt das Alte eliminieren und so keine kritische Überprüfung von Innovation gestatten, steht das Museum für jede Vergleichsmöglichkeit offen, weil es das Alte neben dem weniger Alten und dem Neuen erhält. Dies gilt auf Ebene der Objekte, dies kann aber auch auf Ebene von Schausammlungen oder aber Dokumenten zur Forschung oder Lehre gelten, die unterschiedliche Weltentwürfe und Weltbilder sichtbar werden lassen. Das Museum ist Speicher des Gedächtnisses. Uns ist heute klar, dass Vergangenheit nie als solche bewahrt werden kann. Sie bleibt uns lediglich in Spuren und Resten erhalten. Der Kulturwissenschaftler Jan Assmann schreibt diesen Spuren und Resten nun eine wichtige Rolle zu. Als Bestandteil unseres Wissensvorrates bilden sie unser kulturelles Gedächtnis mit aus. Sie begründen unser Selbstverständnis und unser Selbstbewusstsein, zum Beispiel als Angehöriger bestimmter Gruppen und Gemeinschaften, aber auch als Angehöriger zum Beispiel bestimmter Berufsgruppen mit. Dieses kulturelle Gedächtnis funktioniert nun anders als das sogenannte kommunikative Gedächtnis. Letzteres lässt sich durch einen beschränkten Zeithorizont charakterisieren. Es ist mündlich weitgehend ungeordnet und unorganisiert. Dagegen braucht das kulturelle Gedächtnis spezialisierte und organisierte Träger. Ein solcher spezialisierter Träger ist das Museum, das mit seinen Rahmenbedingungen und all seinen Regeln, mit seiner garantierten institutionellen Kontinuität die Überreste des Gestern langfristig sichert, damit Erinnerung stiftet und formt. Gerade gegen diese Festschreibung und Formung steht ein, die traditionellen Debatten erweiternder Ansatz und heute der Begriff der Erinnerungskultur, den für die Museologie zum Beispiel die Kulturwissenschaftlerin Katrin Pieper als dynamisch und immer vorläufig, als heterogen und partikular beschreibt und damit diesen doch eher statischen und epochenübergreifenden Konzept des kulturellen Gedächtnisses zur Seite stellt. Beide Ansätze, Erinnerungskultur und kulturelles Gedächtnis, führen zu einem weiteren Punkt und zu einer weiteren Museumsfunktion. Zum Museum als Ort von Identitätswissen. Gedächtnis und Erinnerung haben immer auch mit Identität zu tun. Wenn wir in den Kulturwissenschaften über Identität und Museum sprechen, sprechen wir über Gefühle nationaler Zugehörigkeit, über Landesbewusstsein oder regionale Verankerung. Ich denke, dass sich diese Frage nach der Identität
ganz einfach auch von traditionellen, territorialen und politischen Bezugspunkten lösen lässt und auf andere Bereiche des Lebens übertragen werden kann. Identität meint heute beispielsweise auch berufliche Identität. Nun ist ein Museum natürlich kein Ort, an dem den heutigen und zukünftigen Vertreterinnen und Vertretern, zum Beispiel einer Wissenschaft, gesagt und gezeigt wird, wer und wie sie sind. Historische Sammlungen und Museen können aber einen Beitrag leisten zu ihrer Sozialisation. Sie können dazu beitragen, dass sich Angehörige einer Gruppe über bestimmte Wertehaltungen austauschen, über bestimmte Praxis oder Kultur einer Profession. Und sie können ermöglichen, dass sie sich mit der Geschichte eines Fachs in Beziehung setzen. Ort für das alles, für all das kann und soll das Museum sein. Welche Bedeutung hat ein Museum für die Vertreterinnen und Vertreter der Disziplin noch? Das Museum ist Ort der Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte. Die Anfänge des Museums bzw. musealer Sammlungen sind bekanntermaßen mit den Anfängen der neuzeitlichen Wissenschaft eng verknüpft. Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Befassung im Museum war dabei stets das Objekt, das in seiner Unmittelbarkeit und Zugänglichkeit Erkenntnis ermöglichte und interpretiert werden konnte. Man setzte in allen Disziplinen bei dem an, was man sah, beobachtete und verglich, deutete, ordnete und katalogisierte, bildete ab und bildete Begriffe, publizierte und diskutierte. Wissenschaftshistorische Sammlungen tragen uns zum einen bis heute zur Weiterentwicklung der Fachwissenschaften bei. Zum anderen sind ihre Objekte, so es sich dabei um Instrumente, Geräte, Modelle oder Lehrtafeln, Präparate oder Schriftstücke handelt, Zeugen und Speicher einer Wissenschaftsgeschichte. Sie machen Forschungsprozesse nachvollziehbar und das Wissen einer Zeit anschaulich. Sie geben Auskunft über die technischen Entwicklungen, die Methoden und Praktiken oder die ethischen Standards einzelner Disziplinen. Sie belegen Debatten und richtungsweisende Neuerungen oder zeigen Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und jener der Wissenschaft. Sie dokumentieren den Forschergeist, das Selbstverständnis oder die Weltbilder einzelner Schulen und Persönlichkeiten und ermöglichen uns heute, uns dazu zu verhalten. Also ein Beispiel, das in der Museologie gerade großes Thema ist, ist der Umgang mit menschlichen Überresten, mit sensiblen Sammlungen, mit Objekten aus Unrechtskontexten. Also Sie merken, da gibt es auch irgendwie eine eigene Sprache dazu, die in den letzten Jahren da entwickelt worden ist. In und außerhalb von Universitäten, denke ich, gibt es einfach bestimmte Sammlungen, mit denen man heute anders umgeht oder umgehen möchte, als man das noch vor 20 oder vielleicht 50 Jahren getan hätte. Ich habe nun eigentlich bisher nur darüber gesprochen, was Sammlungen für Museen, für Vertreterinnen, Vertreter darin vorgestellter Wissenschaften oder Wissenschaftshistorikerinnen bedeuten können. Was aber bedeuten sie für ein Laienpublikum? Für das Publikum sind Museen allgemein Orte der Bildung und Wissensvermittlung. Und auch wissenschaftshistorische Sammlungen geben Einblick in eine Welt von gestern, ohne die die Welt von heute nicht denkbar wäre. Sie vermitteln einen Eindruck, wie Forschung passierte und Wissen entstand. Sie geben Auskunft über Erklärungsmodelle und Denksysteme. Sie bringen uns insgesamt eine vergangene Zeit näher und lassen uns durch Anschauung an etwas teilhaben, dessen wir ansonsten nicht einsichtig werden können. Das ist das eine. Wenn wir über Bildung im Museum sprechen, sprechen wir aber über mehr als die Vermittlung von schulischem Faktenwissen. Im Museum wird gegenwärtig ein sehr breiter Bildungsbegriff favorisiert. Nachdem es darum geht, in der Auseinandersetzung mit konkreten Objekten das präzise Wahrnehmen zu schulen, es geht darum, über Kriterien und Qualitätsbegriffe nachzudenken oder darum, eigene Einschätzungen zu artikulieren. Das Lesen von Ausstellungen als komplexe Medien, zusammengesetzt aus Texten, aus Bildern, aus Dingen, kann da auch unterstützen, den kompetenten und kritischen Umgang mit komplexen Medien insgesamt zu erlernen. Was leisten Wissenschaftsmuseen möglicherweise noch? Wie ich eingangs erwähnt habe, werden Museen von einigen Vertretern der Branche als Orte der Kompensation betrachtet. Weil uns die Gegenwart mit all ihren Neuerungen fremd erscheint, braucht es einen Raum, so die Annahme, die vor allem von Hermann Lübbe in die Museologie eingebracht wurde, an dem das Alte, Bekannte, Vertraute besucht und besichtigt werden kann. Dieser Theorie zufolge ist das Museum eine Rettungsanstalt und der richtige Ort für all jene, die die vermeintlich bessere Vergangenheit der komplexen Gegenwart vorziehen.
Ich würde an die Stelle dieser Kompensationsanstalt gern ein Museum setzen, das imstande ist, sowohl sympathisierende als auch distanzierende Zugänge zur Vergangenheit zu eröffnen. Gerade an Themen oder Beständen, die aufgrund ihrer Alltagsnähe Anknüpfungspunkte für viele Menschen bieten, sollte sich gut aufzeigen lassen, dass die Vergangenheit nicht nur idyllischer und überschaubarer und weniger kompliziert war, sondern auch gefahrvoll für den Einzelnen, bedrohlich und fremd. Museale Sammlungen bergen insgesamt die Chance, dem Publikum die eigene Vergangenheit und Kultur bewusster zu machen und sie dabei zu unterstützen, das Fremde, Verstörende und Vergessene in dieser ihrer eigenen Kultur wiederzuentdecken, mit dem Ziel, und so wünschte sich der Kunsthistoriker und Medientheoretiker Hans Belting, die Dialogfähigkeit mit dem Fremden und anderen heute zu erhöhen. Ein Museum hat aber nicht nur die Chance, mehr einen Zugang zur Vergangenheit zu eröffnen, es kann auch Sachwissen von heute vermitteln. Das frühe Museum war eine Volksbildungsstätte, darüber berichtet unter anderem der Literaturwissenschaftler Hanno Möbius. Es wurde genutzt, um zum Beispiel neue Erkenntnisse aus den Bereichen Hygiene, Kinderpflege oder Gesundheitsförderung an die breite Öffentlichkeit zu tragen. Nun ist klar, dass sich die Situation von heute von der um 1900 beispielsweise grundlegend unterscheidet und wir ein sehr differenziertes Angebot haben, wenn es um die Vermittlung neuen Wissens oder die Bildung von Erwachsenen geht. Trotzdem ist es so, dass bestimmte Sammlungen aufgrund ihrer Alltagsnähe und Vertrautheit durchaus genutzt werden können, um ein sehr konkretes, handlungsorientiertes Wissen, zum Beispiel in den Bereichen Gesundheit oder Umwelt, zu vermitteln. Dabei muss die mögliche Zuständigkeit nicht nur in der Anregung zur Erhaltung der Gesundheit oder dergleichen enden. Museen waren, wie es die Religionswissenschaftlerin Sabine Offe formuliert hat, in ihren Anfängen Orte öffentlicher Debatten aufgeklärter Bürger über Wissen, Werte, kulturelle Entwicklungen oder die Legitimation politischer Ideen. Museen haben zur Orientierung und Meinungsbildung der Bevölkerung beigetragen. Sie waren und sind Orte von Orientierungswissen, so Aleida Aßmann. Dieser alte Ansatz taucht heute auch im Museum als Ort kritischer Öffentlichkeit auf. An diesem Ort kritischer Öffentlichkeit werden aktuelle, gesellschaftlich relevante Fragestellungen debattiert und Menschen so unterstützt, ihre Erfahrungen einzuordnen, Ereignisse, mit denen sie sich konfrontiert sehen, in ein Ordnungssystem einzubetten und sich in einem pluralen, gesellschaftlichen und politischen Kontext angesichts vieler Möglichkeiten zu verorten. In diesem Konzept des Museums als Ort kritischer Öffentlichkeit steckt die alte europäische Museumsidee des Forums, in dem das Neue, die heutige Welt mit ihren Fragen und Problemen in den Mittelpunkt drückt. Das Museum hat nicht so sehr in seinen Anfängen, aber dann doch für einen Gutteil seiner Geschichte Vergangenes erklärt und sichtbar gemacht. Hans Belting sagt, es war Thesaurus und Tempel. Heute ist es dagegen das Brandneue, die Manifestation der eigenen Welt, für welche die Besucher und Besucherinnen im Museum nach verständlichen Symbolen fahnden. Das Museum ist heute Forum mit Tempelbonus. Was ist es also, worüber man sich im Museum klarer werden möchte? Ich denke, es geht in seinen ganz unterschiedlichen Facetten immer aufs Neue um das Verhältnis von Mensch, Natur und Technik. Es geht um die Zukunft der Natur und der Gesellschaft, um Konzepte des eigenen und des Fremden, um Möglichkeiten des Austauschs und der Verständigung, um verschiedene Vorstellungen vom menschlichen Körper, unterschiedliche Begriffe von Gesundheit und Krankheit und das Ähnliche mehr. Zur Beschäftigung mit diesen Fragen braucht es einen Raum, in dem sich Bürgerinnen und Bürger ohne Einflussnahme und Vereinnahmung durch Parteien, Religionen, Konzerne oder andere machthabende Instanzen in einer ihnen verständlichen Sprache informieren und austauschen können, um auf dieser Basis ihr Dasein zu reflektieren und auf ihre Zukunft gestalterischen Einfluss nehmen zu können. Martin Roth meint in seinem Beitrag, das Museum sei ein Wissensspeicher, den man zugänglich machen muss. Er war sich allerdings nicht sicher, ob diese Zugänglichkeit in einem Ausstellungsraum geschehen müsse oder nicht vielleicht schon eine Veröffentlichung von Beständen über das Internet ausreicht, um ein bestimmtes Publikum zu erreichen. Ich denke, dass der zuvor skizzierte Austausch mit wirklichen Menschen in eigens entwickelten Programmen eine andere Qualität und Tiefe und Nachhaltigkeit bedeutet als das Anklicken von Objekten und Informationen auf einer Website. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Austausch das auratische Ding benötigt.
Für Roth ist Museum an Schauwert und auratische Dinge gebunden. Seine Frage und Skepsis, ob denn jede Forschungssammlung auch Museum sein muss, kommt auch so mein Eindruck aus einer Skepsis, die meint, universitäre Sammlungen besäßen möglicherweise keinen ausreichenden Schauwert. Ich denke, dass der Ausgangspunkt von Museum weniger die Frage nach dem Was, Wie zeigen ist, sondern das Warum, über das ich bereits gesprochen habe. Eine Nachreihung des Was und Wie relativiert für mich folglich die Frage nach dem Wie Bilbao sein oder wie die Göttinger Highlights, Stichwort Sixtinische Madonna, identifizieren. Die von Roth aufgeworfene, bewusst provokante Frage nach dem, warum sollen Besucher nach Göttingen kommen, und die Aufforderung, die Antwort darauf müsse in Göttingen entwickelt werden, sonst kann man es gleich lassen, muss eine Antwort vielleicht nicht in einer Liste der Highlights oder der Objekte finden. Mir ist klar, dass man so etwas leichter sagt, wenn man nicht unter Druck steht, Besuchszahlen zu steigern oder den Einsatz öffentlicher oder von Sponsorenmitteln zu rechtfertigen. Aber ein Gutteil der Museen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus hat keine Sixtinische Madonna und auch keinen David Bowie, sind aber allemal. Wir haben über das Warum gesprochen, das Was der Objekte haben Sie bestens im Blick. Lassen Sie uns am Ende zur Frage nach dem Wie des Vermittelns kommen. Und lassen Sie mich ein letztes Mal bei Martin Roth ansetzen und dem, was aus seinem Beitrag zu dieser Frage herauszuhören war. Roth plädierte für Thematisierung und Perspektive, wie zum Beispiel unter dem Begriff der Aufklärung mit ihren Errungenschaften und Schattenseiten. Er meinte an anderer Stelle, dass es nicht darum geht, eins zu eins umzusetzen. Also ich verstehe das so, dass es nicht darum geht, Sammlung im Raum abzustellen oder die Geschichte einer Disziplin chronologisch darzulegen, sondern wie er es auch beschreibt, dass es darum geht, Dinge im Kontext zu zeigen, in ihrer gesellschaftspolitischen Relevanz, was sie anschlussfähig für Menschen von heute macht. Es geht so eher mindestens so sehr um die Zukunft wie um die Vergangenheit. Und er verwendet den Begriff des Core-Business, also bleiben wir bei dem, was wir können, oder wir sind keine Caterer. All diese Ansätze und Aussagen finde ich absolut unterstreichenswert. Ich möchte das vor meinem Hintergrund oder vor der Befassung, von meiner eigenen Befassung mit Dauerausstellungen im Rahmen des schon genannten Forschungsprojekts und meiner Beobachtungen im Rahmen der Arbeit der Akademie noch etwas ausführen. Wie kann das mit Sammlungen verbundene Wissen einer breiten oder breiteren Öffentlichkeit nahegebracht werden? Mit einem stärkeren Bewusstsein für die Bedeutung wissenschaftshistorischer und Universitätssammlungen hat in den letzten Jahren im gesamten deutschsprachigen Raum eine Suche nach Zukunftskonzepten begonnen. Wir finden die universitären Sammlungen in einer Phase der institutionellen Neudefinition und Neuorientierung als öffentliche Sammlungen oder Museen oder Ausstellungshäusern, um heutigen Ansprüchen zu entsprechen. Die Herausforderungen, welchen sich ihre Verantwortlichen dabei stellen müssen, unterscheiden sich teils gravierend von jenen anderer klassischer Museen. So sind Objekte der Kunst immer schon geschaffen worden, um betrachtet und präsentiert zu werden. Das verhält sich mit Anschauungsmaterialien für die Lehre, mit Objekten zur Geschichte der Mathematik, Chemie oder Physik, mit einer Sammlung der Algenkulturen oder Teilen einer Großrechneranlage, möglicherweise bisher wahrscheinlich anders. Die Sammlungen der Universität hier sind extrem vielfältig und es ist eigentlich unmöglich, allgemein über sie zu sprechen. Da gibt es Objekte aus ganz unterschiedlichen historischen und geografischen und Wissenskontexten. Man würde sie in Museen gedacht, Häusern aller Sparten zuordnen. Aus einem Universalmuseum kommen, kann ich sagen, sie sind mindestens eines. Unter diesen Objekten gibt es dabei solche, die in klassischen Museen nie gesammelt oder gezeigt wurden. Es gibt aber auch Bestände, also dem Eindruck der Website nach, wie jene des Archäologischen Instituts, der Ethnologie oder die geowissenschaftliche Sammlung, die man grundsätzlich auch in einem immer schon öffentlichen Museum finden könnte. Was ihre Sammlungen bei aller Verschiedenheit verbindet, ist, dass sie für Forschung und Lehre angelegt bzw. aus dem heraus entwickelt worden sind. Was sie verbindet, ist ein Eingebundensein der Objekte in die wissenschaftliche Praxis, inklusive des dazugehörigen kompetenten Personals, was ein unglaubliches Potenzial verspricht. Was sie verbindet, ist ihr bisheriges, tendenzielles bis weitgehendes Dasein hinter den Kulissen.
Ihre Geschichte auf der Bühne des Ausstellungsraums wurde bislang nicht oder nur bedingt geschrieben. Nun hat sich aber in den Museen gerade dieser Bereich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt. Tendenziell auf Kosten des Museums hinter den Kulissen, das sammelt, bewahrt und forscht, hat man jenes vor dem Vorhang vorangetrieben mit Ausstellungen, Veranstaltungen und aufwendigen Veranstaltungsprogrammen. Wollen Sie heute Museum sein, sind die Vorgaben oder besser die Erwartungshaltungen, um zeitgemäß zu sein, völlig andere als noch vor 15 oder 20 Jahren. Die grundsätzliche Frage ist, inwiefern Sie da einsteigen können oder möchten. Und gibt es eine gemeinsame Lösung für alle Sammlungen, die die Entwicklung aller Museumsfunktionen in ihrer ganzen Breite erfüllt? Wo sind Kooperationen mit existierenden Einrichtungen sinnvoll und möglich? Oder wollen Sie ein Präsentationsort sein, ein Ausstellungshaus, das sich Sammlungen und, oder Sammlungsaspekten und Themen widmet und diese vorstellt? Wenn Sie Letztere sein wollen, haben Sie all die Fragen zu beantworten, die wir uns in den Museen tagtäglich stellen, nämlich wie Dinge von gestern für Menschen von heute aufbereiten, wie kalte Geschichte aktualisieren, wie Fragestellungen und Anknüpfungspunkte finden, um relevante Inhalte und Themen zu vermitteln. Aus einer ganzen Reihe von Tendenzen, die sich gegenwärtig im Bereich des Ausstellens zeigen, möchte ich ein paar weniger herausgreifen, die ich für den hier verhandelten oder für die hier verhandelten Sammlungsbestände und Inhalte für relevant erachte. Weitere können wir dann vielleicht in einem anschließenden Gespräch uns noch vornehmen. Ein so ein Stichwort wäre für mich Thematisierung abstrakter Themen oder Inhalte. Museen wurden und werden auch heute noch über ihre Sammlungen definiert. Man zeigt oder darf zeigen, was man hat. Was sich in Objekten nicht vermitteln lässt, hat im Museum nichts verloren. Das ist, denke ich, eine Aussage, die viele Museumsvertreterinnen und Vertreter nach wie vor unterstreichen oder unterschreiben würden. Demgegenüber steht ein Trend, im Museum grundsätzlich jedes Thema, auch abstrakte Inhalte mit Gegenwartsbezug zu vermitteln. Fern ist die Idee der Ausstellung als Sammlungspräsentation, wenn Ausstellungen Themen wie Gentechnik oder Hirnforschung, Alter oder Armut, die Zukunft der Städte oder die der Natur aufgreifen und die Verantwortlichen für die Konstruktion einer Aussage und Bedeutung stärker auf Architektur, gestalterische Maßnahmen und künstlerische Installationen setzen als auf die museumseigenen Sammlungen, die diese Themen nicht oder nur bedingt repräsentieren. Ein weiteres Stichwort oder Stichworte wären Personalisierung und Narration. Die Vermittlung komplexer oder abstrakter Inhalte scheint auch dort leichter zu gelingen, wo man sie an Personen bindet, also naheliegend wären Forscher, Entdecker, Helden oder Opfer oder auch Erzähler als Vermittler eingesetzt werden, Erzähler, die also relativ egal, ob sich dieser Erzähler auf eine gegebene historische Figur bezieht oder auch fiktiv erfunden ist. Diese Personen und Erzähler treten dann in Geschichten auf, mit Anfang und Ende, Höhepunkt und Happy End, kausal verknüpft und chronologisch fortschreitend. Eine Geschichte also, die sich am klassischen Erzählschema orientiert, das uns aus Märchen oder unserer Alltagskommunikation vertraut ist. Das Museum bediente sich immer schon chronologischer Darstellungsweisen. Das zweite klassische Ordnungsschema war und ist die Klassifikation. In klassifizierenden Ausstellungen, so beschreibt es Jana Scholze, werden Objekte exemplarisch als austauschbare Vertreter einer Art genutzt. Sie werden dabei auf ihre formalen und funktionellen Eigenschaften reduziert und mit Informationen zum Beispiel Fundort oder Zeit oder Situation etikettiert. Individuelle Geschichten, soziale, kulturelle Kontexte und andere bleiben unbesprochen. Dank ihrer gedrängten Präsentation, ihrer feinsäuberlich separierten Ordnung in Vitrinen und Ausstellungsräumen vermitteln die Dinge in klassifizierenden Schauen trotz ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit einen Eindruck von Harmonie und Konformität. Weil sie unabhängig von ihrem Alter gleichermaßen präsent und gegenwärtig sind, wirken die Objekte zeitlos.
Dies wird durch ein Minimum an Präsentationsmitteln, so zum Beispiel durch schlichte und einheitliche Vitrinen, gestützt. Für die Rezipientin, den Rezipienten, legt die Klassifikation die vergleichende Betrachtung von Dingen nahe und es kann von einem direkten Zusammenhang zwischen Erkenntnismöglichkeit und mitgebrachtem Vorwissen ausgegangen werden. Je weniger Wissen über einen bestimmten Gegenstand eine Betrachterin, ein Betrachter mitbringt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder er allein die Ästhetik der Objekte auf sich wirken lassen kann. Diesem Problem entgehen Sie in didaktischen Präsentationen oder in didaktisierten Präsentationen, die Inhalte in Geschichten binden oder mit interaktiven Angeboten auf das Publikum zugehen. Ein weiteres Stichwort wäre die Thematisierung und die Auflösung der Disziplinen. Ein Aspekt, der für Ihre Arbeit hier in Göttingen relevant sein könnte, ist eine derzeit vermehrt zu beobachtende Auflösung der Disziplinen in Ausstellungen, die im Zusammenhang mit einem weiteren Trend, dem der Thematisierung, stehen. Die Geschichte des Museums in den letzten 200 Jahren ist eine Geschichte der Spezialisierung von Sammlungen und Häusern und der Aufgliederung und Festlegung von inhaltlicher Zuständigkeit. Heute sehen wir eine gegenläufige Bewegung. Man scheint den Reiz umfassender Darstellungen bzw. die Beleuchtung von Themen und Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven, sowohl aus Sicht der Natur als auch der Kulturwissenschaften, erneut erkannt zu haben. Aber nicht nur die Natur- und Kulturwissenschaften können innerhalb einer Ausstellung Platz finden. Seit Jahren schon lässt sich auch ein Aufweichen und Überwinden der für lange Zeit strikten Trennung von Wissenschaft und Kunst beobachten. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Künstlerische Projekte oder Kunstwerke können möglicherweise, oder es wird angenommen, komplexe Sachverhalte auf den Punkt in ein Bild bringen, anschaulich machen und anschlussfähig sein für Laien und Leiden. Zeitgenössische Kunst ist auch engagiert in gesellschaftlich relevanten Fragen der Gegenwart. Wenn man also in Ausstellungen sich mit solchen Fragen befasst, kann es gut sein, dass man einfach im Bereich der Kunst leichter fündig wird als in irgendeinem Depot. Kritisch sehe ich an die Einbeziehung von Künstlern bzw. Kunst, wo sie benutzt wird, um Haltung auszulagern. Es gibt diverse sensible Themen, die heute in Museen und Ausstellungen Eingang finden. Wo es heikel wird, steht dann mitunter nicht die Institution oder der verantwortliche Kurator, sondern man engagiert externe Künstlerinnen und Künstler, um Position zu beziehen. Ein letztes Stichwort hier noch im Anschluss wäre die Tendenz zur Verkulturwissenschaftlichung von allem. Dort, wo Sammlungen gerade nicht oder nicht mehr zu repräsentieren scheinen, was Menschen heute interessiert, dort, wo zu einem ursprünglich begrenzten, zum Beispiel Fachpublikum, ein neues, größeres und heterogenes kommen soll, werden Bestände gegenwärtig gern unter tendenziell kulturwissenschaftlichen Fragestellungen und Perspektiven neu versammelt und präsentiert. Objekte der Technik, Natur, Wissenschaftsgeschichte oder Archäologie dienen dann nicht mehr der Veranschaulichung von Erfindungen, fachwissenschaftlichen Erkenntnissen und Zusammenhängen oder Funktionsweisen, sondern werden zum Anlass genommen, um Fragestellungen nah am Menschen und oder der Gegenwart zu formulieren. Das technische Objekt wird beispielsweise nicht mehr für die technikversierte, sondern für jede grundsätzlich interessierte Person aufbereitet, die dann erfahren soll, wie es auf das Leben, das Arbeiten oder das Kommunizieren zu einer bestimmten Zeit wirkt. Ich möchte an der Stelle vielleicht enden und hoffe, irgendwie auf eine Basis gegeben zu haben für ein gutes Gespräch.